Eines Tages kam ein Mann, um den Buddha zu sehen, weil er gehört hatte, dass Buddha ein toller Lehrer war. Wie wir alle hatte er einige Probleme und er dachte, dass Buddha dazu in der Lage sein könnte, ihm zu helfen, diese Probleme zu beseitigen. Er sagte dem Buddha, dass er ein Bauer sei. "Ich mag Landwirtschaft", sagte er, "aber manchmal regnet es nicht genug und meine Ernte fällt aus. Letztes Jahr sind wir fast verhungert und manchmal regnet es so viel, dass meine Erträge nicht so sind, wie ich sie haben wollte." Der Buddha hörte dem Mann geduldig zu. "Ich bin auch verheiratet", sagte der Mann. "Sie ist eine gute Frau. Ich liebe sie tatsächlich. Aber manchmal jammert sie zu viel und so habe ich manchmal keinen Bock mehr auf sie." Der Buddha hörte ruhig zu. "Ich habe Kinder", sagte der Mann. "Aber manchmal zeigen sie mir nicht genug Respekt." Der Mann erzählte weiter über seine Schwierigkeiten und Sorgen, bis er sich schließlich beruhigte und wartete auf die weise Worte des Buddha, die ihm helfen würden. Stattdessen sagte der Buddha, "Ich kann dir nicht helfen." "Was meinst du?", sagte der Mann erstaunt. "Jeder hat Probleme", sagte der Buddha. "Tatsächlich, wir alle haben 83 Probleme. Jeder von uns. Und es gibt nichts, was du darüber machen kannst. Wenn du wirklich hart an einem von denen arbeitest, könntest du es vielleicht lösen. Aber wenn du es tust, ein anderes Problem wird direkt eintauchen. Zum Beispiel, eines Tages wirst du Personen, die du liebst, verlieren und eines Tages wirst du sterben. Jetzt gibt es ein Problem und es gibt nichts, was du oder ich oder sonst jemand darüber tun kann." Der Mann wurde wütend. "Ich dachte, du wärst ein großartiger Lehrer", er schrie. "Ich dachte, du könntest mir helfen. Was nutzen denn deine Lehren?" Der Buddha sagte, "Naja, vielleicht helfen sie dir bei dem 84. Problem." "Das 84. Problem?", sagte der Mann. "Was ist das 84. Problem?" "Das 84. Problem ist, dass du keine Probleme haben möchtest. Du siehst im Leben, in deinem Leben, es ist nie ein gerader Weg. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Ein Leben, wo alles immer so läuft, wie du es willst, gibt es nicht. Es wird immer wieder Probleme geben. Probleme bei der Arbeit, mit deiner Familie, mit Freunden. Das endet nie. Aber sei froh, denn das nennt man Leben. Also lerne deine Probleme mit einem anderen Auge zu sehen und genieße dein Leben so, wie es ist. Versuche durch deine Probleme zu wachsen, mach dich stärker und gebe nicht auf."